Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Es ist jetzt schon November und es kann man schon Weihnachtssachen anfangen zu backen. Und als erstes bei mir gibt es immer ein Quarkstollen. Es geht einfach, wird schnell gebacken und kann sogar auf den gleichen Tag genießen oder am nächsten Tag schon Scheibe abschneiden. Und so sieht er aus. So richtig schöne, große und so sieht er aus, wenn ihr das angeschnitten habt. Und ich probiere jetzt für euch ein Stückchen. Ich liebe Ende. Ist das lecker. Aber wenn er über Nacht steht und zieht, schmeckt er noch besser. Ich gebe dann in meine so eine Form mit dem Deckel, lege Backpapier drunter und lege den Stollen da rein. Und so aufbewahre ich, bis das wir ihn komplett nicht abgegessen haben. Und in diese Form trocknet er nicht aus, sondern er zieht immer noch mehr nach und nach, weil dann natürlich diese Geschmacknote von der Früchte, von der Rum, von der Butter wird immer mehr entfalten und natürlich mit jedem Tag schmeckt er sogar noch besser als am ersten Tag. Aber es kann man schon am ersten Tag probieren. Und wenn ihr Interesse habt, wie backe ich meinen Quarkstollen, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! So, für diese leckere Stollen habe ich schon alle Zutaten auf den Tisch gestellt. Und liebe Freunde, alle Zutaten schreibe ich immer unten in die Beschreibung, unter dem Video. Ihr braucht nur auf die Videotitel draufklicken, die Seite geht nach unten, dann auf Wort mehr und da könnt ihr alles nachlesen. Unter jedem Video stehen die Zutaten. So, liebe Freunde, als erstes bereite ich die Früchte. Die Rosinen habe ich schon über Nacht mit Rum angelegt. Es ist noch ein bisschen Rum da, noch nicht alles reingezogen, aber ich möchte gerne noch was dazugeben. Zu den Rosinen gebe ich noch 50 Gramm getrocknete Aprikosen. Das ist natürlich nach eurer eigenen Geschmack. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr die Früchte nehmen, was ihr gerne mögt. Schneide ich die auch in die kleine Würfel, so wie zum Beispiel Zitronat und Orangenat. So klein geschnittene Aprikosen gebe ich zu den Rosinen, zu den Rum auch. Verrühren. So, und wir haben die Tage auch schon unsere eigene Orangenat und Zitronat gemacht und davon gebe ich auch 2 Esslöffel. Ich habe schon so einen Esslöffel mal abgewogen und hier passt 15 Gramm von meinen Würfelchen. Und da gebe ich 2 so eine gehäufte Esslöffel von dem Orangenat und Zitronat. So, alles gut verrühren. Da könnt ihr auch im Rum baden und dann wird das alles da, was noch ein bisschen ist, eingezogen in die Früchte, bis dass wir in den Teig das machen. Und bevor wir jetzt den Teig machen, können wir schon unseren Backofen anmachen auf 180 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen, weil das geht wirklich schnell. Es ist kein Hefeteig, muss man nicht gehen lassen und wird Teig gemacht und gleich gebacken. So, unsere Früchte haben wir jetzt vorbereitet. Und wenn ihr Marzipan mögt, kann man auch Stückchen Marzipan auch in kleine Stücke schneiden und dann in den Teig dazugeben. Oder manchmal mache ich so ein Päckchen von dem Marzipan. Dann rolle ich das zu einer Rolle und lege in die Mitte von meinem Stollen. Und jetzt hier habe ich nur 50 Gramm Restmarzipan und werde das auch hier verarbeitet. So. Lassen wir es mal einfach auf dem Brettchen liegen. So, nehmen wir uns jetzt eine Schüssel, wo wir werden den Teig zubereiten und geben weiche Butter in die Schüssel. Geben wir dazu 2 Eier und Zucker. Und werden wir das mal kurz verrühren. Eigentlich für diesen Teig kann man alle Zutaten reinmachen, verrühren, dann die Früchte dazugeben, verkneten, fertig.
Ich mache aber immer erstmal Ei, Butter und Zucker erstmal schön verrühren. Es muss auch nicht lange sein, Hauptsache ich habe eine schöne glatte Masse. Dann kommt den Quark dazu. Am besten den Quark nehmen mit 20 oder 40% Fett. Schmeckt besser. Dann geben wir noch einen Teelöffel Vanillezucker oder ein Päckchen. Mein selbstgemachter Vanillezucker. Und auch wieder noch kurz verrühren. Das reicht schon. So, dann nehmen wir abgemessene Mehl, geben da ein Päckchen Backpulver und sieben wir durch. Geben wir erstmal die Hälfte von unserem Mehl in den Teig und verrühren. So, den Mixer brauchen wir nicht mehr. Weiter werden wir unseren Teig mit dem Löffel und dann mit den Händen kneten. Weil wenn wir mit Mixer arbeiten und Früchte dazugeben, dann werden die Rosinen kaputt und naja, dann sieht unser Stollen auch nicht sehr schön aus. So, dann geben wir jetzt restlichen Mehl und obendrauf unsere alle Früchte, Nüsse und Marzipan. Marzipan, bisschen gleich mit Mehl, dass er ein bisschen sich aufteilt. Dann gehackte Nüsse noch kommen dazu. Ihr könnt von den gehackten Nüssen, in meinem Fall habe ich jetzt Mandel genommen, könnt ihr auch Walnüsse nehmen, weil viele haben in ihrem Garten dieses Jahr auch viele Nüsse oder Haselnüsse kann man auch ein bisschen hacken und dazu geben. Das ist natürlich euch überlassen und dann kommt ihr auch alle Früchte rein. So, mein Rum wurde alles eingezogen. Sehr gut. So, nehme ich erstmal Löffel und verrühre erstmal. So, dann geben wir auf den Tisch etwas Mehl und geben wir unseren Teig auf die Arbeitsplatte. So, die Hände schön in Mehl. Es kann passieren bei jedem etwas unterschiedlich. Bei einer wird es zu weich, bei der anderen vielleicht wird genau das Richtige. Nur versucht ihr in jedem Fall nicht zu viel Mehl reinkneten, dass euer Teig bleibt trotzdem noch schön weich. Dann wird auch Stollen schön locker und weich und nicht so fest. Weil es kommt darauf, wie groß eure Eier waren, was sie genommen haben, wie Butter war. Von Mehl liegt so viel ab. Versucht die Zungen zu kneten, dass es kneten kann man. Wenn natürlich sehr stark klebt, dann macht ihr etwas Mehl dazu. Am besten mit so einer Backpalette arbeiten, dann ist das am einfachsten. Bisschen Hände immer in den Mehl und so durchkneten. Wenn ihr merkt, dass ihr könnt schon euren Teig richtig schon kneten, es klebt nicht so stark an die Hände und an den Tisch, dann reicht es, können wir dann auch typische Stollenform machen. Machen wir ein bisschen Mehl noch drunter und oder rollt ihr aus oder drückt ihr mit der Hand, wie ich. Ja, große Rinde Mitte. Als weniger Rosinen gucken raus, als weniger werden verbrannt. So, und dann die Hälfte knicke ich einfach so um, drehe ein bisschen und drücke hier mit der Hand wie so eine typische Stollenform. Die, welche noch so stark rausgucken, werde ich dir reindrücken. So sieht er gut aus. Und wenn ihr Stollenform habt, dann backt ihr dann natürlich in Stollenform. Ich habe es leider nicht, deswegen werde ich auf einem Blech backen und werde versuchen, ihn so am Rand zu legen, dass er mir nicht auseinander da läuft und besser nach oben kommt. Es kann man aus der Alufolie so eine Streife basteln und drumherum legen, dass er da drinnen bleibt. Ich möchte heute versuchen, was anderes. Ich werde jetzt so eine Papierrolle, hier sind zwei Stück, dass es auf die Lehne reicht, drehe es so rein und hoffe, dass er so bleibt. Für den Gewicht gebe ich noch was, das nicht auseinander kommt.
Ich hoffe, es wird so klappen. So, geht jetzt erst im Backofen und wird gebacken ungefähr so 45-50 Minuten. Schaut nach Art eures Ofens. Auf die Hälfte von dem Backen, wenn ihr seht, dass es wird vielleicht zu dunkel, kann man zudecken. Aber sonst muss er ein bisschen schon knuspriger sein. Wenn wir dann mal mit dem Butter bestreichen, dann hat er diese schöne Kruste. So, unser Stollen war eine Stunde im Backofen. Ihr könnt immer probieren mit den Holzstäbchen und wenn ihr das in die tiefste Stelle reinstecht und merkt, dass hier was klebt, dann macht ihr nochmal 5 oder 10 Minuten weiter. Weil den Stollen, schaut ihr, ist wirklich sehr groß und er braucht seine Zeit. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt diese Mähne von dem Teig auf 2 Stollen machen. Dann habt ihr 2 kleinere. Nach der Hälfte von der Zeit habe ich dann meine Konstruktion weggemacht, weil dann ging schon nicht mehr auseinander den Stollen und habe dann auch mit Papier ein bisschen bedeckt, dass er dann nicht sehr schwarz wird. Und jetzt, bevor unser Stollen ist noch richtig heiß, sollen wir mit geschmolzener Butter ihn reichlich bestreichen. Kann man sogar ein paar Mal das bestreichen, dass es richtig Butter reinzieht. Hier ein bisschen geplatzt, naja, nicht so schlimm. Mit dem Puderzucker wird alles schön gemacht. So, hier ist auch geplatzt. Das ist natürlich nicht so ganz schön. Schade. So, es zieht nicht mehr ran. Dann reicht es. Und jetzt kommt noch auch Puderzucker. Auch reichlich. Das gleich an die Butter schön klebt. Und lassen wir ihn erstmal richtig schön abkühlen. Am besten, wenn wir ihn dann am nächsten Tag anschneiden. So, liebe Freunde, so sieht unser Stollen aus. Wenn er abgekühlt wird, dann schneide ich Stückchen ab und zeige euch, wie es drinnen aussieht. So, liebe Freunde, mein Stollen steht schon ein paar Stunden. Wir haben schon eine große Runde Spaziergang gemacht und jetzt nach Hause gekommen und haben, wie gesagt, wir trinken eine Tasse Kaffee mit unserer frisch gebackenen Stollen. Und deswegen werden wir jetzt einschneiden. Erstmal eine Knusper, die mag ich. Und für meinen Mann schneide ich dann so eine Scheibe. Und schaut ihr, wie sieht er aus. Richtig schön locker, mit viel Früchte, schöne knusprige Rinde drumherum, so wie ich es mag. Und schmeckt er wirklich sehr, sehr lecker, sogar ganz frisch gebacken. So, liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden und bleiben Sie gesund. Tschüss!